Vielleicht möchten die Feinherrschaften ja doch noch. Ja, sieht ganz so aus. Sehr schön. Okay, nice. Dann hätten wir das auch geregelt. Die eine Base da links, die möchte ich jetzt noch mitnehmen. Huch. Hier ist auch noch einer. Hä? Achso. Ach so, mein Dingensbummens hier ist kaputt. Deswegen. Genau, jetzt geht's auch wieder ein bisschen schneller. Nice. Nee. Huch, das war jetzt auch nicht geplant, dass ich meinen Strommast wegschießen will. Nein. Den wollte ich nämlich eigentlich einsacken. Ach, hier war noch ein Turm. Cool. Unverhofft kommt oft. Wie gesagt, in die andere Richtung geht es jetzt noch einmal. Und dann gucken wir noch mal, wie weit unser Raketensilo ist. Da sollte ja langsam mal was gehen, glaube ich. Ja, gehen wir von hier oben aus, wo die großen Strommastviecher anfangen. Genau. Ich speichere nochmal eben. Nur zur Sicherheit. So. Mal kurz ein bisschen rauszoomen. Weil hier sind sie nämlich schon. Und hier errichten wir mal unseren ersten Punkt. Aue. Immer gleich auf mich. Naja. Das war leicht. Es scheint... Oh, nee, scheint ja nicht so groß zu sein. Daher sollten wir hier eigentlich keine Probleme haben. Okay. Ein bisschen was geht hier ja doch. Warte. Ich repariere gegen an. Ich glaube, ich kann hier auch ewig stehen. Ne, passt schon. Ich gönne mir von hinten noch ein paar Türme, dann rücken wir weiter vor. Ich nehme nur die Heilen mit. So. Dann, have fun. Aha. Dann nehmen wir den noch mit hier. Und die können wir komplett wieder einsacken. Ich könnte nochmal eben schnell, genau, alles bauen. Ja, dann rücken wir gleich nochmal vor und dann ist die Base hier auch ratzfatz, ja, dem Erdboden gleich gemacht. Autsch. Da. Diese fiesen grünen Viecher, ne? Die hauen echt einiges raus. Da bist du echt nur noch mehr am Reparieren als irgendwas anderes machen. Das ist unglaublich. Aber das machen wir gleich. Erstmal. Gehen wir nochmal weiter nach vorne. Ist ja nicht mehr viel. So. Könnte reichen für die Base. Ja, sieht so aus. Dann machen wir hier eben alles heil, reißen den Krempel wieder ab. Und dann können wir uns hier erstmal verpieseln, glaube ich. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genügend Artefakte. Was haben wir jetzt? 227, da geht auf jeden Fall einiges mit. Perfekt, dann sammeln wir die Stromleitung wieder ein.
schmeißen die Artefakte in die Verarbeitung. Und dann gucken wir mal, was unser Raketensilo so macht. Es wäre schon cool, wenn wir das heute noch hinbekommen mit dem Silo. Weil ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was dann danach kommt. Ist aber auch nicht so schlimm, denn wir werden es rausfinden. So, oh, hier sehe ich gerade, da müssten wir dann nochmal bei. Und auf der anderen Seite auch, verdammt. Oh oh. Ungut. Das sind diese scheiß grünen Viecher. Wie viel Schaden die einfach machen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir müssen hier weg von diesem scheiß Planeten. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Oder wir müssen die andere Basis hier unten auch nochmal angreifen. Aber das machen wir jetzt nicht. So, komm schon. Ich wollte noch andere Sachen machen, außer Dinge zu reparieren. Das ist sehr schön. Gut, dann gucken wir mal nach, wie es oben ausschaut. Hier ist auf jeden Fall wieder alles voller Kupfer. Das heißt, wir machen hier mal ein kurzes Päuschen drin. Und warten das mal eben kurz ab, weil dann kann ich nochmal eben schnell ein Schlückchen trinken. Ja, wir warten nochmal eben, bis das Kupfer hier einmal durchgelaufen ist und dann schmeiße ich den wieder an. Oh, sorry, meine Nase wollte mal wieder niesen. Okay, dann... Was? Ist Kupfer etwa voll? Wie geht denn das? Sonst frisst du doch immer alles weg. Krass. Oder wir verarbeiten nicht genug. Boah, das ist ja mal interessant, dass hier Kupfer voll ist. Gut, wenn wir schon mal hier oben sind, ne? Können wir auch mal eben hier reinschauen. 62%. Wir haben es jetzt zwar schon 0.52 Uhr, aber ich ziehe das jetzt durch. Ja, ich will... Also nicht, dass ich Factorio jetzt unbedingt zum Ende zwingen möchte. Aber man muss diesen Punkt auch irgendwann mal haben, wo man sagt, okay... Jetzt ziehen wir es bis zum Ende durch. Und den haben wir jetzt. Und dementsprechend machen wir das jetzt auch fertig. So, Kupfer erholt sich langsam hier wieder. Aber wie viel da auch zusammenkommt, ey. Krass. Und jetzt kommt auch wieder vernünftig das Eisen durch. Das ist immer, wenn hier alles voller Kupfer ist, kommt das Eisen nicht vernünftig raus. Und genau das ist nämlich das Problem dieser Sortieranlage. Wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich beim nächsten Mal anders bauen würde. Aber egal, die funktioniert so und das passt erstmal. Da brauchen wir jetzt nicht mehr so viel an verändern, das passt schon. Und das Coole ist auch, der Vorteil daran, dass wir so spät jetzt noch streamen, es gucken kaum noch Leute zu, das heißt, es wird auch kaum jemand gespoilert. Das ist eigentlich ganz nice. Und genau deswegen habe ich von vornherein gesagt, wir machen erst Community-Projekt, dann Empyreon und erst dann Factorio. Das war schon alles ein bisschen geplant von mir. Vielleicht müssen wir hier doch mal ein bisschen optimieren, weil Raketentreibstoff haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Hier, warte mal, das Ding, ne? Davon könnten wir eine zweite Anlage bauen, weil wir haben genug Kunststoff da, wir haben genug Kupfer da und wir haben genug Stahl dabei. Aber ich schmeiß jetzt mal eben das Kupfer unten wieder an. Ja, dann ist das unser nächstes Ding. Wir optimieren das Raketensilo ein wenig. Aber wie gesagt, vorher eben Kupfer anmachen. Ach so, da unten war das ja. So. Ich denke, das läuft. Dafür brauchen wir
Dinge sehe ich gerade. Und zwar... Oh, eine ganze Menge Eisen. Egal, das holen wir uns von hier oben. Wie viel wir davon einfach verbrauchen, das gibt's ja gar nicht. Wie gesagt, nach der Forschung ist erstmal Pause, was mit Forschen angeht. Damit sich die ganze Anlage hier mal wieder so ein bisschen erholen kann. Das ist sonst echt zu heftig. Ah, ich sehe gerade, ich hätte mir auch die fertigen Bauteile holen können. Egal, jetzt craften wir das durch. Und Masachi wird alles erzählen, ich sehe schon. Haben wir hier eigentlich auch einen Überschuss? Ja, einen leichten. Die Frage ist, lohnt sich das? Ja, komm, doch, komm. Wir bauen jetzt von der Anlage noch eine und von der noch eine. Das heißt, ich müsste hier nochmal eben die zweite bauen. Und dann gucken wir mal, wie wir das am besten geregelt bekommen hier. Ich denke mal, die eine können wir hier hinsetzen. Und du stellst uns dann hier diese komischen, ja, geringe Dichte Dinger her. Genau, dann brauchen wir hier einen Eingang. Oh, geiles Lied. Dann brauchen wir hier noch einen etwas längeren Eingang. Achso, warte mal, und Upgrades müssen wir da reinbauen. Dann. Oh. Habe ich noch einen Teiler? Ach komm, können wir auch mit einem Greifarm machen, das ist halb so wild. Dann hauen wir hier. Ach nee, das war dumm. Dann müssen wir hier von der Seite rangehen, genau. Nee, das ist auch blöd. Falsch rum. So rum ist es richtig, genau. Niemals. Das würde mir im Traum nicht einfallen, Masachi, weil das Haus ist nämlich echt geil geworden. So rum, genau. Ach, jetzt hat der keinen Strom, weil er genau einen Block daneben steht. Das ist ja unglaublich. Egal, aber hier können wir das schon mal machen. Dann... Ja. Ist dann halt so. Fließbänder. Dann sollte der Kollege schon produzieren und wir brauchen jetzt hier im Prinzip nur noch einen Ausgang, der dann die fertigen Geschichten in das Raketensilo reinhaut. Und dann hätten wir das nämlich schon mal wieder automatisiert. Ja, funktioniert. 64% haben wir. Ja, dann die nächste Maschine. Ich würde vorschlagen, wir stellen die mal hier hin. Dann brauchen wir noch ein bisschen Strom, aber das ist eher so kein Problem. Glaube ich. Ja, stellen wir mal da hin. Ah, ich sehe gerade, die Forschung ist gleich durch. Perfekt. Dann kommen da mal wieder ein paar Rohstoffe an. Gut, dann als nächstes. Bräuchte man noch so ein paar Greifarme. Uns fehlt ein bisschen Eisen und Kupfer. So, das sollte erstmal reichen. Das Ding können wir hier ganz leicht rausholen, wenn wir Strom hätten. Irgendwas ist immer. Habe ich wieder richtig gut platziert hier. Egal. Dann kann der hier oben eigentlich direkt seinen ersten... Achso, der nimmt ihn so gar nicht auf. Dann hauen wir da eine Kiste dazwischen. Warte mal eben. Obwohl, nee, das ist dumm. Dann haut er hier alles... Nee, 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 das machen wir nicht. Dann... Achso. Das geht doch. Egal, ich lasse jetzt das Fließband da. Wir müssen hier natürlich erstmal einstellen, dass er das Zeug auch herstellt, nämlich die Dinger hier. Genau, jetzt gehen sie auch da rein. Ich müsste mir mal eben... 1, 2, 3, 4, genau. 4 Upgrades organisieren und die da mal schon mal reinschmeißen. Genau, also Upgrades haben wir auf jeden Fall genug. Die holen wir jetzt nach oben raus. Gehen mal kurz in diese Richtung und bauen dann hier eine Brücke unten durch. Genau. Und damit gehen wir dann einfach hier hin, bauen da noch einen Greifarm hin.
Ach, jetzt hat er die... Lol. Okay, ich verstehe. Er will mich pranken. Dann machen wir das eben so. Und schmeißen dann den Rest da rein. Okay. Gut, jetzt brauchen wir hier nur noch einen Ausgang. Zack. Und dann läuft's. Im Prinzip haben wir jetzt die Geschwindigkeit von dem Raketensilo verdoppelt. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Ich trinke nochmal eben einen Schluck. So. Ja, nice. Was können wir denn jetzt nochmal so ein bisschen optimieren? Also die Forschung ist gleich durch. Jetzt durch. Jo. Ich werde jetzt auch erstmal nicht anfangen, noch was Neues zu forschen, damit sich die Anlage hier wieder erholen kann, wie eben schon erwähnt. Dann. Ja, die sind auf jeden Fall noch beschäftigt hier. Ja. Definitiv. Wie viel Festbrennstoff wir einfach haben. Obwohl wir jetzt unten das Kraftwerk angeschlossen haben, ist hier das Ding einfach mal voll. Ach so. Ich fülle nochmal eben die Kiste oben nach, fällt mir gerade ein. So, sollte reichen. Ja, so ein bisschen was zumindest. Wo war denn das? Hier. Zack. Dann kann der nämlich noch weiterbauen. Ja, 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 passt. Ich hole noch mehr von dem Zeug. Was soll denn der Geiz? Ich meine, wir haben echt genug von diesem Brennstoff. Da können wir auch hier mal eben die Kiste leer machen. Ich meine, wer hat, der kann oder nicht? Achso. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Rest dabei, aber naja, das werden wir auch noch los. Und warum ist denn jetzt hier auf einmal so viel von dem Zeug? Der doch vorhin hat er doch alles weggesnackt. Hm. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug. Ach so, ich weiß wieso. Weil wir mehr Kunststoff verbrauchen. Deswegen produzieren die beiden mehr von dem Festbrennstoff. Das heißt, wir können rein theoretisch mal abwarten, bis die Kiste leer ist. Und dann können wir die an die normale Produktion mit dranhängen, die eine Automatisierungsanlage. Ja, genau, das machen wir. Dann hier. Nee, warte. Ist das schon wieder voll? Nee, hier haben wir es rausgeholt. So, das schmeißen wir da wieder rein. Dann haben wir damit auf jeden Fall auch keine Probleme mehr. So. Ja, coole Geschichte. Hier ist jetzt halt noch ein bisschen was drin. Ich lagere das wieder um. Komm. Dann haben wir es gleich angeschlossen, dann ist es fertig. Zumindest lagere ich das so weit um, wie es jetzt geht. Ja. Und den Rest verbrauchen wir jetzt eben so. Wegschmeißen tun wir hier nichts. So, der kann jetzt noch ein bisschen machen. Wir haben noch ein bisschen Kupfer im Inventar, sehe ich gerade. Das können wir mal eben damit hinschmeißen. Genau, dann ist es nämlich auch weg. Okay. Ach so, genau, die Artefakte, stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da haben wir das Gerät. Zack, immer rein damit. Dann kann der nämlich auch weiterarbeiten. Kommt eigentlich immer noch so viele raus? Ja, 10 mal. Warte, ja, 1 macht 10, ne? Ja. Das ist schon ziemlich ergiebig, das Zeug. Da kommen wir dann auf jeden Fall, ich denke mal, auch bis zum Ende hin. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, nice. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt hier ein so ein rotes Forschungsfläschchen. Was soll das denn? Haben wir, glaube ich, versehentlich beim Einsammeln diverser Gerätschaften mit aufgesammelt. Macht hier nichts. Dann. Ja, der ist erstmal beschäftigt. Was haben wir denn hier noch drin jetzt? Na gut, das dauert noch ein Weilchen. Es sei denn, wir füllen die Gerätschaften auf, wobei, ach komm. Der macht das schon. 69%. Also jetzt geht es doch ein bisschen schneller, das merkt man schon. Und hier die Anlage, die scheint sich so langsam wieder erholt zu haben. Man sieht das schon daran, dass hier die grünen Schaltkreise wieder da sind. Und die roten auch. Aber die sind halt noch nicht voll.